Willkommen zurück zu Let's Play Dawn of War. Wir haben ja letztens mal so schön diese ganze Ork-Festung hier erobert. Und das gehört auch uns. Ja. Und. Was steht da? Stärke 1? Das wäre doch ein bisschen Schwachsinn, oder? Oder 17. Nee, 12. Diese weiße Fleck da habe ich nicht erkennen sehen können. Was ist hiermit? Wie viele Basen hat der? Zwei. Ha. Ich greife hier bestimmt keine zwei Basen an. Wenn ich das hier angreife, würde ich ihn zurückschlagen. Ich hoffe auf seinen Heimatplaneten. Naja, wir beenden erstmal den Zug. Aha. Verloren. Aha, die Necrons. Kann man als Untote bezeichnen. Bitte, bitte gewinnen, 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 gewinnen. Ach, scheiße. Ja, schlecht. Ach, der ganze Commander selber ist da. Monse. So wie es aufgebaut sind, gibt es. Ach, es gibt so viele davon. Wir gucken uns mal die Karte an. Also wir gucken das uns erstmal an. Wenn das jetzt so ganze 8 Felder sind, die man verteidigen muss, dann mache ich erstmal was anderes. Dann kämpfen wir erstmal gegen unsere imperialen Brüder. Denn ich habe jetzt nicht wirklich Lust, gegen so viel zu kämpfen. Ich hoffe, dass es nur drei Stellungen sind. Kann ich das machen? Ah, ne, das sind. Da muss man drei Dinger halten. Eins, zwei in die Mitte selber. Machen wir. Ne, wir machen was anderes. Wir kämpfen erstmal gegen unsere imperialen Freunde. Der Feind hat ihren Angriff. Bestimmt nicht. So. Oder? Wie viel ist das jetzt hier? Wenn ich das angreife. Ah, da besitzt auch zwei Basen. Ich kämpfe nicht gegen zwei Basen. Was ist das da unten für eine Insel? Oh, ein Boni. Beginnen Sie, schlaft mir keinen. Das klingt gut. Aber erstmal hier hinlegen. Ach, der hat gewonnen. Ja, verloren. Gewinn, 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 gewinn. Vier, ich weiß nicht, geht das? Eines ihrer Gebiete wird angegriffen. Sie können jetzt entweder auf der Kampfkarte kämpfen. Perfekter Moment. Dann, dann zeige ich euch das jetzt mal, wie man eine Gegend verteidigt. Dafür gibt es nämlich auch Preise, wenn man, naja, seine eigene Gegner verteidigen kann. Ich hoffe, dass die ganze Basis da ist, die ich da aufgebaut hatte. Ansonsten wäre es jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, bei so einer Verteidigung hat er auch immer am Anfang direkt zwei Basen. Komischerweise. Voll behindert, aber. Ha, nee, das ist nicht alles da. Ich höre. Eine gute Entscheidung. Wir haben Glück, dass wir gerade mit der Principalis da sind. Das nenne ich jetzt mal Schweineglück. Jetzt dürfte er von irgendeiner Ecke gleich direkt kommen zu Anfang. So. Hey, erobern bitte. Ja, dann tu das mal. Ja, wie du meinst.
Ich kann die Zahl da nicht sehen. 90. Hm, haut schon hin. Anweisungen erhalten. Da oben muss ich zwei bauen, hier unten muss ich zwei bauen. Da wir jetzt keine Ehrensoldatentrupps haben, müssen wir erstmal eine kleine Armee bauen. Nicht der. Der da, der, das da. Und dann hier unten das. Strategischer Punkt eingenommen. Der ist fertig, gut. Dann machst du das. Und einmal Seraphin, Seraphin, Seraphin. Dann keine Seraphin. Du machst ja bitte nochmal eine zweite Verteidigung. Und zwar hier. Ja, das glaube ich. Ihr geht nicht hoch. Sind unterwegs. Das und das. Ich erwarte untertänig die Befehle. So. Die müssen auch gleich fertig sein. Ebenso wie das. Ah, komm, das reicht. Ich höre. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Energie. Ich erwarte untertänig die Befehle. Komm schon. Schwestern melden sich zu. Danke. Dann. 90 kostet das jetzt. Ich glaube 60, ja. 70, 80, 90. So. Wir gehen erst mit vollen Truppen. Komm schon. Der erste Trupp läuft mal schon mal vorwärts. Jawohl, erstmal die Granaten und dann. Nee, die laufen doch schon vor. Drei Stück von denen. Komm, gegen die Geistkrieger. Schieß sie bitte ab. Die laufen jetzt auch mal direkt hoch. Und dann gegen den da. Nee, Feuerkrieger noch besser. Granate bitte. So. Und dann gegen die. So. 300. Kann auch ein bisschen dauern. Also komm, fährt, tötet den. Danke. Ja. Ach, jetzt sind sie auf ihre blöde. Oh, das ging auch schnell. Wir befehligen Angst und Ehrfurcht. Sie gehen in der Dunkelheit. Die haben nichts verloren. Gut. Wir befehligen Angst und Ehrfurcht. Oh, Grotjäger. Ich hoffe, das war die Ehrengarde der Tau. Das wäre jetzt cool, wenn wir jetzt ihre stärksten Truppen gerade mal so außer Cash gehauen haben. Ja, das wäre wirklich richtig cool. Wir gehen in seinem Licht. So, jetzt aber. Hexenkraft, Mutation. Oh. Die Erdkastenbaueinheiten, die müssen wir vernichten. Nicht, dass er sonst noch was aufbaut. Aber erobern lassen wir mal. Der dürfte sonst wie immer hier oben stehen, sonst. Sonst, ja. Was haben wir hier so? Energieschild, Inferno-Pistolen und das da. Dürfte schon hinhauen. Ich erinnere euch mal zu Team 1. Wir sind bitte unterwegs. Hoch.
Oh. Erdkaste bauen halt. Oh, der Tau-Typ selber. Komm, 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 komm. Danke. Hm. Ignoriert diesen Turm. Der macht ja nicht wirklich viel Schaden. Dauereinheit. Oh, einen Typ verloren. So. Die Feuerkrieger. So. Was man bitte über ein Schadensschild? Ja, das gilt nur für die selber. Das ist nicht so, wie ich es erhofft hatte. So. Seit wann kommen Rotkrieger aus der Feuerkaste? Das habe ich ja noch nie erlebt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. So, der Anführer selber. Wir brauchen irgendeine panzerbrechende Einheit. Da. Da noch die Granate. Aber seit panzerbrechende, ich meine hier irgendwas gegen Fahrzeuge. Die mit super Flammen arbeiten. Dann noch gesegnete Hane schon so weit da. Und man kann nicht töten, was man nicht sieht. Stimmt. Aber ich sehe dich. Das war so ein Flop, mein Freund. Irgendwie habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ich meine, ich habe das so in Erinnerung, dass bei einem Angriff der Gegner immer zwei Basen hat. Also einmal hier und einmal vielleicht da unten oder da. Ich dachte, ich hätte das so in Erinnerung. Aber da habe ich mich wohl getäuscht, denn das ist gerade. Aha, da unten von unten kommt er doch noch. Hä? Wo ist der Celestia-Trupp? Ach, die sind ja schon los. Ich diene dem Imperator. Alle Waffen abfeuern. So. Ja, genau. Der hatte doch noch eine Basis. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich war jetzt nur gerade ein bisschen verwundert. Aber der hat noch eine Basis. Ja, das wusste ich. Ich wusste es. Disziplin und Hingabe wanken nie. Dann haben wir das hier und das. Nee, oder nicht. Ah, keine Anforderungspunkte. Danke. Disziplin und Hingabe wanken nie. Ja, wir warten, bis unsere Truppen zurück sind, bevor ich wieder weiterlaufe. Komm schon. Wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt noch einen Rüstungsausgegenstand. Auch bei Verteidigung kriegt man Gegenstände. Ja, komm schon. So. Das sind die hier. Wenige schaffen es. Sehr effektiv. Melter irgendwie und da. Dann machen wir hier das. Den Multi-Melter anstatt den Melter. Und. Eine gute. Wir können jetzt mehr schwere Waffen. Dann machen wir das da. Sie gehen in der Dunkelheit. Die machen zweimal Flammenwerfer. So. Ja. Reparier das mal, der Tau-Commander ist auch so eine harte Nuss. Ich werde es erledigen. Los, killt den mal. Bevor der mein Gebäude zerstört. Wo ist der Trupp? Ne, nicht die da. So. So. Und diesen Tod. Ich glaube, der ist hier unten nicht, oder? Weiß ich jetzt nicht. Oh. Disziplin und Hingabe wanken nie. Da haben wir noch einen Trupp oben gelassen, ne?
Ah. So. Wir schicken mal gleich mal Panzer hinterher. Aber jetzt suchen wir den Gegner erstmal. Das ist wohl das. Ich glaube nicht, dass er hier ist. Ey, vielleicht hier unten in der Ecke. Das wäre doch ein bisschen doof, wenn er direkt um die Ecke ist. Mal gucken. Aber ansonsten, ein Gegner allein ist ja nicht wirklich schlimm. Oder? Vielleicht ist er doch hier. Ah, nee, das wäre doch dämlich. Da käme man auf die Idee, den Gegner direkt hier nebenan zu bauen. Wir rennen mal hier runter. Warum sind die da viel schneller? Bestimmt, weil die ja schwere Bolter haben oder durch den Matsch rennen. Ja, der Tau-Commander steht hier, also muss er hier was haben. Ja, genau, der steht hier. Ah, Fußlinge zerstören wir mal. So, wir greifen jetzt das an. Die greifen den Commander selber an. Die schmeißt mal eine Granate drauf. Danke. Oder hier, die Westbeat-Stachelflügel greift hier an. So, jetzt den Commander. Und dann hier das. Das ist auch abgefahren. Wie die Strahlen hier so präzise drauf liegen. Die Flammenwerfer hier machen so Monsterwelle und die hier. Sau witzig irgendwie. Ah, kommt. Sterbt. Ihr könnt sowieso nicht mehr aushalten. Man kann wirklich sagen, die arbeiten mit Feuer. Ich meine, seht euch das an. Das sieht abgefahren aus. Wie viel Flammen hier da gegenfliegen. Also, der Plasma-Generator. Der Penner hier baut was. Ja. Jetzt baut er hier oben was. Ja, ein Hauptkopf, die habe ich mir schon gedacht. Komm, geh kaputt. Geh da kaputt. Okay, so. Sie haben Gegner, finde ich, Gott sei Dank. Also das war doch mal ein netter Part. Das war jetzt mal nice. Ich hoffe, wir kriegen jetzt Ausrüstungsgegenstand. Das wäre so genial. Ja! Mal gucken, was brauchen wir sonst noch. Killverhältnis habe ich schon. 1 für eine Eroberung, 5 Eroberung, 15 Eroberung, 5000 Kills. 3 Feinde besiegen. Okay, das geht noch. 7 Verteidigungen. Boah. Da habe ich noch eine Menge Arbeit. Aber jetzt haben wir hier das. Wir können jetzt die Plasma-Pistole. Nee, lassen wir das. Wie sieht das eigentlich aus? Schaden und Gesundheit, welchen Schaden? Auch Nahkampfschaden. Ich glaube, wir machen das da. Schaden ist doch ein bisschen wichtiger. Kreuz oder Umhang des SC Aspira. Das schützt, das verstärkt. Ich glaube, die überlebt ganz gut. Kreuzritter Handschuhe, dieser von Meisterhand gefertigten Handschuh, führt die Hiebe der Prinzipales und schützt sie vor Schaden. Erhöht Schaden und Gesundheit. Ja, jetzt sehen wir cool aus. So. Der greift auch. Ich hoffe, die Imperial greifen. Ah, gut. Ich habe nichts dagegen, das eine oder andere Mal damit zu machen.
Und ich denke, wenn wir die jetzt angreifen, greift er uns nochmal an. Das ist einfach meine starke Befürchtung. Aber wir sehen uns erstmal den nächsten Part. Bis dann.